Freundschaft, Liebe, Wahrheit. Menschen kommen überall zusammen, um diese Werte hochzuhalten, die über die Grenzen von Sprachen und Völkern hinausgehen. Obwohl viele spirituelle Praktiken auf diesen Werten beruhen, war die Idee, sie aktiv zu verbreiten, im England des 17. Jahrhunderts so ungewöhnlich, dass ihre Anhänger als die Odd Fellows, die seltsamen Genossen, bekannt wurden. Am 28. November 1889 legten die German Odd Fellows auf dem St. Mark's Place Nummer 69 den Grundstein für ihr neues Vereinshaus. Der Großmeister des Vereins verkündete zu diesem feierlichen Anlass: »Ich bedauere sehr, dass ich eure Sprache nicht verstehe. Es gibt jedoch eine Sprache, die wir alle verstehen. Es ist die Sprache der Freundschaft, Liebe und Wahrheit, und sie wird oft in diesem neuen Gebäude gesprochen werden.« Die Verbreitung von Freundschaft, Liebe und Wahrheit setzte sich der unabhängige Orden der Odd Fellows, kurz IOOF, zum Ziel. Diese Bruderschaft wurde als Ableger der im 18. Jahrhundert entstandenen englischen Odd Fellow-Gesellschaften gegründet. Kurz nach ihrer Gründung trennt sich die IOOF von der englischen Mutterorganisation, da sie glaubte, dass diese von ihrem alten Brauch abgegangen war. Obwohl die IOOF hauptsächlich Mitglieder mit englischer Muttersprache in ihren Reihen zählte, fand sie aufgrund ihrer populären Grundsätze sowohl in Deutschland wie auch unter deutsch-amerikanischen Einwanderern Anklang. Die Gesellschaft wandte sich mehreren wichtigen Aufgaben zu, darunter dem Schutz von Witwen und Waisen, dem Bestattungswesen und der Verbesserung des menschlichen Charakters. Sie wirkte auch als gesellschaftlich progressive Kraft. Ihre Mitglieder konnten mit einem Mindestmaß an sozialer Sicherheit rechnen, da die IOOF Programme durchführte, die spätere Einrichtungen wie die Krankenversicherung, die Wohlfahrt und das Sozialversicherungssystem vorwegnahmen. Im Laufe der Geschichte zählte auch eine Reihe von prominenten Persönlichkeiten zu IOOF-Mitgliedern, darunter Franklin D. Roosevelt, Charlie Chaplin und Charles Lindbergh.